Seid euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. Und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr: Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen dort 6 steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungsvorschrift der Juden entsprach. Jeder fasste ungefähr 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen: Schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm, er kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm: Jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Meine Lieben, der Herr hat in diesem Ereignis von Lourdes der Welt den Spiegel vorgehalten. Es war die Zeit der großen industriellen Revolution, wo der Rationalismus, der ein sozusagen die große philosophische Ideologie war, die ja, eine Gottlosigkeit hervorgebracht hat, die bis damals nicht da gewesen ist. Der Mensch mit seiner Vernunft braucht keinen Gott und er kann all seine Probleme selbst lösen. Und die großen Errungenschaften der Wissenschaft, der Industrie, die Dampfkraft und vieles andere, das war sozusagen der Himmel auf Erden. Den Menschen sind keine Grenzen mehr gesetzt. Er kann die Naturgesetze an sich reißen und selbst definieren. Er ist der Herr über die Schöpfung. Dieser Glanz hat aber viel Schatten produziert. Die Ausbeutung der Arbeiter, die Elendsquartiere, die moralische Verrohung, Gottlosigkeit vieler, Elend und Verzweiflung, Alkohol, Drogen, moralische, sexuelle Verirrungen, ganz schlimm. Aber wie will sich der irdische Glanz von diesen Schattenseiten irritieren lassen? Denn wir sind jetzt am Drücker, wir sind die Guten und die Erfolgreichen und die Mächtigen. Und dieser Hinterhof der Weltgeschichte, der interessiert da niemanden. Die Lebensgeschichte der Familie
La Purée ist der, nicht La Purée, Superu ist das Gegenteil. Der Vater, ein gelernter Müller, hat keine Mühle mehr pachten können. Familie sinkt immer mehr im Sozialen, sie verarmen. Er wird zum Mistführer, wie demütigend. Er fährt mit dem Handkarren durch Lourdes und schaut, dass er da den Mist zusammensammelt und eben dort bei der Massabie von oben sozusagen die Leiten den Abhang runterkippt. Dort, wo dann später die Gottesmutter erscheint. Es ist eine sehr verzweifelte Situation. Nicht einmal eine vernünftige Wohngelegenheit finden sie. Im ehemaligen Ortsgefängnis finden sie Unterkunft. Also viel schlimmer geht es nicht mehr. Die Bernadette, ein kränkliches Kind, durch die vielen Krankheiten, auch gerade auch mit der Lunge hat es zu tun gehabt, ist auch schulisch nicht unbedingt eine große Leuchte und tut sich recht schwer und wird auch verachtet. Sie ist die Zurückgebliebene, ein bisschen schwächlich, kränklich. Und sie wird halt ins Holz geschickt, weil es nicht einmal Holz zu Hause zum Heizen gehabt haben. Und das bei solchen Temperaturen. Auch in Frankreich ist Winter um diese Zeit, am 11. Februar. Zieht sich noch die Schuhe aus, die Strümpfe, wenn sie durch den Bach wartet. So könnte einem Kind da, geh durch, Großbürster. Fragen Sie, ob du verrückt bist. Dort erscheint ja die Gottesmutter. Selbst existenziell, familiär, gesellschaftlich, echt am Nullpunkt angekommen. Nicht einmal zum Kochen gibt es mehr ein Holz. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie gut das Holz brennt, das man um diese Zeit im Wald findet. Ein paar dürre Äste, die halt wo runtergefallen sind. Aber was soll man tun in diesem Leben? Und hier kommt die Gottesmutter in die Mistgestätten. Wirklich ins Elend der Menschheit. Zu denen, die im Elend angekommen sind, auch innerlich. Die sich keine Illusionen mehr machen können über ihre Zukunft oder über ihre eigene Größe. Das kann die Bernadette ganz sicher nicht. Sie betet einfach mit ihr. Sie kann nicht einmal das Kreuzzeichen aus eigener Kraft machen. Ein symbolischer Tat. Du kannst nichts ohne Gnaden. Dem gemeinsamen Rosenkranzgebet, wo die Gottesmutter zwar die Perlen durch die Finger laufen lässt, aber nicht mitbetet, weil zu ihr gebetet wird, vereint sich Bernadette im Herzen mit der Gottesmutter. Sie ist die Reine, die unbefleckte Empfängnis, die Antwort auf die Sündenschuld, den Sündenschmutz der Menschheit. Denn diese Menschheit, die damals glaubt, so glorreich zu sein, ist nichts anderes im Herzen, in den Seelen vor Gott, als diese Mistgestätten. Und
Um hier einen neuen Anfang zu schenken, kommt die Gottesmutter. Sie ruft auf zur Buße. Dreimal Buße, 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 sagt sie. Ganz ernst. Und der Auftrag an Bernadette für die Bekehrung der Sünder zu beten. Sie erfährt Widerstand. Der Pfarrer nimmt sie nicht ernst. Stolz verlangt er ein Zeichen. Wenn da nicht ein Rosenstrauch im Winter wächst, der blüht, glaube ich nicht. Wie überheblich. Der Zustand der Kirche vielerorts bis heute. Nicht nur im Klerus. Und um welchen Preis erwirbt die Bernadette die Gnadenquelle? Da war noch gar keine Rede davon, dass das eine Heilquelle ist. Die Gottesmutter sagte einfach, sie soll da graben. Zuerst grabt vom Bach, sollst du ein Wasser nehmen. Nein. Dort von der Quelle, da war keine Quelle. Im Dreck beginnt sie mit den Fingern zu graben. Dann kommt so ein bisschen ein Gatsch zusammen. Sie soll sich mit dem Wasser, mit dem Gatschwasser waschen. Symbol der Sünde. Für die Sünden der Menschen. Die Verdemütigung, wie eine Geistesgestörte zu agieren, total bloßgestellt. Wie sie dieses Kreuz getragen hat, nur in der Gnade. Die Menschen haben sie beschimpft, sie als Verrückte bezeichnet. Ihr wurde verboten, hinauszugehen. Und doch kamen dann wenige Tage später die Heilung. Aber diese Zeit, bis es soweit war, die muss man einmal aushalten. War die Bernadette immer die Sühnende, die Leidende, dann auch im Kloster und hat geglaubt, die will sich ja nur wichtig machen, weil sie ja die Gottesmutter gesehen hat, wie sehr sie wirklich gelitten hat an den eigenen Schmerzen und an der Kälte und Härte ihres Klosters. Das können wir uns nicht vorstellen. Erst am Ende ihres Lebens hat man erkannt, dass das alles kein Theater war. Wie sehr sie gelitten hat und nie sich beklagt hat. Erst im Nachhinein sind alle gescheitert gewesen. Die Verhöre der Kirche immer wieder dieselben Fragen. Mit einer Idipfelreiterei, zu der nur Theologen imstande sind, die so ein einfaches Mädchen gar nicht begreifen kann. Dann, wie alles ins Laufen kam, die Menschenmassen, die Eitelkeiten, der Stolz. Sie musste sich verbergen, damit sie an dem nicht zugrunde geht. Die Quelle von Lourdes, die Reinigung der Menschen, die Heilung der Menschen. Zuerst von der Sünde,
Die körperliche Heilung ist eigentlich nur ein Lockmittel, ein Zeichen, ein äußeres Zeichen, das verweisen soll aufs Innere. Wenn man heute mit jemandem über Lourdes redet, ist oft so ein Lächeln, ein spöttisches, die Krankenheilungen, wie viel waren es schon? Und wer weiß, stimmt das? Dasselbe Spiel von vorne. Worum es hier wirklich geht, wissen die wenigsten. Man spottet nur darüber, weil es nicht mehr Heilungen gibt, weil ja auch der Glaube oft sehr mangelhaft ist. Aber wie viele sich bekehren, wie viele wirklich hier neu zu leben beginnen, weil sie den Herrn und der Gottesmutter begegnen, das interessiert niemand. Der eigentliche Kern ist wie immer verborgen. Fragt einmal auf der Straße, wie viele Leute überhaupt noch etwas mit dem Wort Lourdes anfangen können. Es ist erschütternd. Seit Jahrzehnten wird im Religionsunterricht und in den Familien nichts darüber geredet, außer vielleicht in ein paar halblustigen Witzen. Das existiert für die Menschen nicht mehr. Gerade in Zeiten von Corona sollten wir begreifen, dass wieder neu die Umkehr gefragt ist. Dass wieder neu Menschen gefragt sind, die bereit sind zur Sünde. Für die Sünden der Menschen, die bereit sind, solche Bernadettes zu sein, nach Kräften und neu mit der Gottesmutter den Unglauben unserer Zeit zu überwinden. Amen. Vergelt's Gott.